Was ist denn das? Ich glaube, es hackt. Komm da raus! So, erstmal schlitz ich dir die Kehle auf und dann deinem gemütlichen Haustier hier. Feiße Spinne. Gibt's irgendwas, was du nicht hast, Bonesy? Okay, die haben nie was dabei, diese Sparfüchse. Ui, dem hab ich gegeben. Wenn du hier verloren gehst, zieht niemand deinen Arsch aus der Schlinge. Du meinst wohl eher den Kopf. Kopf, Arsch. Bei manchen Menschen ist das doch das Gleiche. Da hast du recht, Freund, da hast du recht. Und ich erinnere mich noch an die Gegend. Damals haben hier die Äffchen getobt. Jetzt toben hier die Untoten. Ich erinnere mich echt noch an diese Gegend. Aber früher war die passierbar. Hier war doch das Piratending. Hier so. Hier unten war Dschungel. Und da kam man auf jeden Fall hin. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Irgendwas muss hier die Architektur, die Landschaft auseinandergenommen haben. Ey, Klopzi! Hör mal, ich hab da so ein Anliegen. Chancenlos, möchte ich sagen. Chancenlos. Jetzt gucken wir, was der hier oben bewacht hat. Durch deine Haut mache ich meine Mütze. Ja, das mit der Mütze habe ich natürlich vermisst. Das ging schnell. Da oben ist ein Feuer? Wer versteckt sich denn hier? Ich meine, Schatten machen noch kein Feuer. Wer, hinter einem Sumpfgolem und einem Höllenhund, natürlich. Hallo, Roscoe. Ah, da bist du ja endlich. Hab schon nicht mehr mit dir gerechnet, alter Sauhund. Was? Kennen wir uns? Klar, du bist der Typ aus meinen Träumen. Ach, kein Interesse. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, so war das nicht gemeint. Ich bin Roscoe, der Mann, der dich reich machen wird. Unser Aufeinandertreffen ist ein Zeichen. Die Toten wollen es so, glaub mir. Bist du zufällig ein Prinz aus Namibia? Ja, na gut. Die Toten sprechen mit dir? Ja, Mann, mein alter Herr, wenn du es genau wissen willst. Der war mal eine große Nummer bei den Piraten. Und jetzt labert er mich in meinen Träumen zu. Er hat mir auch gesagt, dass jemand kommt und mir helfen wird. Und dieser Typ ist, genau, du. Aha, das kommt mir ja sehr bekannt vor mit den Träumen zumindest. Aber wer ist denn alter Herr? Können wir natürlich nicht fragen. Schade. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, ich verlasse mich ganz auf mein Glück. Außerdem kann ich mir bald eine Armee leisten. Möchte mal sehen, welches Biest sich dann an mich herantraut. Und im Moment bist du ja hier. Wer soll uns da noch gefährlich werden? Die Zahnfee, wie es aussieht. Naja. Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Ich teile mit dir meinen Schatz. So einfach ist das. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bei der Schatzsuche zu helfen. Ich sag dir, da sind sicher 5000 Goldstücke für dich drin. Das klingt tatsächlich zu gut, um wahr zu sein. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Quatsch. Warte nur, bis du das Gold in den Händen hältst. Dann schlackerst du mit den Ohren. Versprochen. Also was ist jetzt? Bist du dabei oder nicht? Gut, dann machen wir. Führ mich zu deinem Schatz. Endlich wird mein Traum Wirklichkeit. Ich sag dir, bald schwimmen wir in Goldstücken. Wir können uns die schönsten Sachen... Ja, jetzt lauf schon los. Gut. Pass auf, dass uns keines dieser Schattenviecher in den Rücken fällt. Auf geht's. Also, was wirst du dir als erstes kaufen? Ich glaube, ich kaufe mir erstmal eine dicke Residenz. Und einen Gouverneurstitel. Natürlich braucht ein Gouverneur auch ein eigenes Schlachtschiff. Mit richtig vielen Kanonen, die ordentlich Krach machen. Wo bleibst du? Alter, das ist auch so ein Quatscher wie Matt. Ich wollte da oben eigentlich noch weiter forschen, aber jetzt bin ich zu neugierig. Also bei so viel Gold, ganz ehrlich, da schlackere ich jetzt schon mit den Ohren, aber das wird niemals, niemals wird das stimmen. Ich speichere mal lieber. Kommst du? Verdammte Schatten! Scheiß
So, gut erledigt. Schatten, außer Schattenwaffen haben die ja eh nie was dabei. Voll die Geizkragen. So, ja, ich komme ja schon. Ei, wei. So, da sind wir. Ich sehe hier keinen Schatz. Natürlich nicht. Die Dinger sind meist verbuddelt. Hier, nimm diese Karte. Damit geht die Suche leichter von der Hand. Ach ja, und eine Schaufel wirst du natürlich auch noch brauchen. Kannst meine haben. Und wenn du den Schatz gefunden hast, nimm so viel an dich, wie du tragen kannst. Eine stattliche Truhe. Ich... Mann, ich fühle mich jetzt schon verarscht. Immerhin nehme ich hier diesen komischen Schlangenwurz. Das ist ja schon mal... Ach, guck mal hier. Na, Glückwunsch. Das wird jetzt... Oh, ich kann es schon gar nicht... Ich kann schon vor mir sehen. Ein riesiger Geldspeicher. Da hinten sehe ich zwei Friedhöfe übrigens. Also zwei Grabkreuze. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier einfach nur Schrott drin. 200 Ruhm. Ich hab's doch genau gewusst. Rostige Gabel, die steckt sich niemand freiwillig in den Mund. Nichts von Wert. Ruhm 100. Kollege. Also. In der Schatztruhe war nur eine rostige Gabel. Eine rostige Gabel? Zeig mal her. Verdammt. Das ist ja meine. Deine? Ich habe wohl die Karten vertauscht. Hatte mich schon gewundert, warum mir der Platz hier so bekannt vorkommt. Ja, also, wichtige Frage. Warum versteckst du eine Gabel? Na, ein echter Pirat muss doch was vergraben. Und die Gabel war das Einzige, was ich entbehren konnte. Aber verschwenden wir keine Zeit. Hier, das hier dürfte die richtige Karte sein. Am besten gehst du schon mal vor und versuchst, den Schatz zu heben. Okay. Du kommst schön mit. Lass mal gut sein. Ich muss mich erst einmal ausruhen. Die Lauferei, der Sand in den Stiefeln. Da macht selbst der stärkste Oger schlapp. Komm einfach zu mir zurück, wenn du ihn gefunden hast. Mit der Karte im Gepäck sollte das nicht lange dauern. Dann machen wir halbe-halbe, wie abgemacht. Der will mich doch verarschen, das ist doch klar. Ich fühle mich jetzt schon doppelt verarscht. Eben gerade fühle ich mich standard verarscht und jetzt schon die große Doppelverarsche im Kopf. Ach, was ist denn das da? Eieiei. Das tat weh. Ich dachte, ich krieg sie noch, aber da war sie doch ein Tacken schneller. Darauf kau ich mir erstmal genüsslich einen Apfel rein. So, mit Sonne ist hier schön, ne? Du machst ja keinen Zauber, Willi. Ach, der ist schon tot. Ja, die doch auch gleich. Oh, wen haben wir denn da? Daniel. Wer ist denn Daniel? Letzte Worte von Daniel. Na, dann müssen wir natürlich, also wenn es von Daniel jegliche anderen letzten Worte würde ich natürlich ignorieren, aber gerade die von Daniel. Eieieiei, das tut mir richtig leid, das zu sehen. Da hat wohl jemand seinen Frieden gemacht. Falsche Entscheidungen. Kommandant Sebastiano hat uns in die Mangroven entsandt. Säubert das Gebiet von den Schatten, hieß es. Hier geht alle drauf, wäre passender gewesen. Hätte das Piratenleben nie aufgeben sollen, aber jetzt ist es zu spät. Warum ich diese Zeilen schreibe? Weil es mich erwischt hat. Wenigstens konnte ich für meinen Kameraden Stefan und sein Weib Lena eine Grube ausheben. Verrücktes Weib ist ihm einfach auf diese Wahnsinnsmission gefolgt. Schätze, für mich wird keiner ein Loch ausheben. Was soll's? Ich besauf mich auf der anderen Seite. Daniel. Ob das irgendeinen Hintergrund hat? Eine Schaufel finden wir auch noch und eine Truhe. Ob das mit den Namen irgendeinen Hintergrund hat, mit Daniel und Lena und so? Hä? Liebe Entwickler, hat sie da eine Geschichte auf sich oder ist das einfach nur so? Schwindende Gabel, verstärkte Pistole? Lena. Stefan. Und Daniel. Und ein bisschen Rum und Piratengeschichten. Er entwischte den Hieben der Untoten beinahe immer. Nur das eine Mal wurde sein Brustpanzer zerstört. Er behielt den Brustpanzer als Glücksbringer und vergrub ihn mit seinem Schatz im Hinterland auf Antigua. Gut zu wissen.
Der Schatz eines glücklichen Piraten, der zerstörte Brustpanzer. Ich nehme an, da kommen wir eh bald vorbei. Da hinten haben wir noch eine Spinne. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo hat denn der Typ, wo ist denn hier... getrennte Wege, das ist ja die. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Dann schauen wir mal ganz kurz, was wir da finden, bevor wir hier weiter... wirr in der Gegend rumlaufen. Dann schauen wir uns mal ganz kurz diesen Fake-Schatz an. Während der feine Herr da hinten sich ausruht. Da macht der größte Ohrer schlapp. Aber geh du mal weiter. Na, vielen Dank auch. Verdammte Schatten! Huch. Scheiß Schatten. So. Verdammte Schatten! Scheiß Schatten! Schatten, 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 Schatten! So. Watten, Datten sind wohl Schatten. Und davon gar nicht mal wenige, wie es aussieht. Ach, komm schon, lass das! Dummer Hund! Scheiß Schatten! So, da vorne, wo ist denn jetzt das andere Viech, Mann? Hier. Da vorne haben wir einen Sumpfoger. Oder hier, ja, weißt du schon? Golem, Entschuldigung. Der Kollege, könnt mir ruhig mal helfen. Schade um das Gute, ob aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Oh oh, Magier. Schnauze, Scherge. So, haben wir die auch weg? Ach, natürlich, er kommt natürlich auch noch. Ich dachte gerade, der sieht uns nicht. Gut so. So, genau, zermalmen wir die Knochen. Du elender Schweinepriester. Und da hinten gleich noch so eine ganz andere Brut. Von wegen Schatz. Ich glaube, das Wertvollste, was wir hier auf jeden Fall zustande kriegen... Ja, ist ja gut. Das Wertvollste, was wir hier zustande kriegen, ist wahrscheinlich die ganzen Ruhmpunkte. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da auf dem Boden? Ich freue mich schon auf ein schmutziges Messer. Ja, und dann rein. Also der Ort ist aber gut, hier vor dem Baum und so. Aber direkt am Meer, da verrottet doch die Truhe. Das ist doch voll dämlich. Die ist ja nicht imprägniert. Da bin ich mal gespannt. Handspiegel. Wer ihn in der Hand hält, kann sich darin spiegeln. Dieser Vollidiot. Vielleicht wollte er sich ja nur wieder selbst sehen. Na, wo kommst du denn her, mein Freund? Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Haben wir dich übersehen? Ich entschuldige mich dafür. Kann ja mal passieren. Scheiß Schatten. Uah, voll durchs Gesicht. So, pass auf, wenn wir schon mal dabei sind, dann räumen wir die da hinten auch weg, die Herren. Alter, dieser Mützenspruch, ne? Der wird von Mal zu Mal besser. Langsam feiere ich den total. Ich glaube, den schreibe ich mir auf und bringe den auch im Let's Play. So, was? Ich. Hier, Skelett tot. Hier sehe ich gerade rein gar nichts. Das andere Skelett, wo haben wir das hin verfrachtet? Ach, da. Naja, ein Schädel. Wow, hat sich direkt gelohnt. Nein. Nein, Bones, nein.
Okay, wir wissen zumindest, wo der Schattenlord ist. Ich erinnere mich, ich habe mal in Risen 2 nur mit Krokodilen gewrestelt. Und die Krokodile haben meistens gewonnen. Den Schattenlord können wir uns natürlich auch holen, aber ich würde gerne erstmal natürlich die Sache mit dem Schatz hier regeln. Falls er noch eine dritte Karte hat, zufälligerweise. Die Herren. Schlage ich ein paar Schädel ein. Ja, wo laufen die denn hin? Sind wohl nicht wasserfest, wa? So. Einmal zwischen die Beine, wo er sowieso nichts mehr hat. So. Ein Vieh weniger. Beenden wir es hier, mein Freund. Aus dir mache ich Weizenmehl. Wo unser Freund ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Was liegt denn hier? Der hat einen Hund dabei. Wir besuchen ihn gleich, den Herren. Erstmal möchte ich wegen dem Schatz mal kurz die Angelegenheit klären. Was? Was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung und unser Freund steht da vorne. Also, wie sieht's denn aus, Rosco? Hier bitte. Ich habe deinen Schatz gefunden. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Von wie viel Gold sprechen wir? 1000? 10.000? Jetzt sag schon. Seufz. In der Truhe war nur ein Spiegel. Ein Spiegel? Das kann nicht sein. Du musst die falsche Truhe erwischt haben. Warum sollte mein Vater einen Spiegel vergraben? Er hat mir gesagt, er hat den größten Schatz versteckt, den ein Mensch je zu Gesicht kriegen kann. Er muss hier also irgendwo sein. Zur Not graben wir die komplette Insel um. Mir nach! Oh Mann, die Weiber werden sich um mich reißen. Ich heirate gleich am besten 3 oder 4. Na klar, natürlich. Ich frage mich, wo der hinläuft. Doch wohl nicht zum Schattenlord oder zu der fetten Spinne da hinten. Die haben wir nämlich übersehen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Na, ist eine goldige Idee, hierher zu kommen. So. Huch, was war das denn? Kleiner Teleportationszauber, wa? Der feine Herr Scherge. Eieieiei. Ich folge ihm einfach mal. Ich ziehe diese Quest komplett durch. Auch wenn ich glaube, es gibt gar keinen Schatz, aber wir ziehen es durch. Wo bleibst du? Ja. Ich erkläre gerade den Leuten, warum ich dir folge, du Heinz. Du kleiner, haariger Heinz. Ich bin mir sicher, hier ist der Schatz. Gold, Rubine, Edelsteine, das alles wird uns gehören. Also schnapp dir deine Schaufel und heb ein paar Löcher aus. Irgendwann stoßen wir schon noch auf die richtige Truhe. Ja, das mag sein. Du willst den Schatz, du wirst auch... Das führt zu nichts, gib es auf. Also. Du willst den Schatz, also wirst du auch graben. Pfeh, gib schon her die Schaufel. Ich zeig dir jetzt, wie ein echter Pirat das macht. Wirst schon sehen, ich finde den Schatz, bevor du bis 3 zählen kannst. 1, 2, 3. Verdammt. Ich buddel jetzt schon seit Stunden und habe nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Dabei hätte ich längst auf einen Berg voller Münzen stoßen müssen. Was du nicht sagst. Moment. Was? Was ist das? Eure Reise ist zu Ende. Mein Sohn hat versagt. Er hat meine Hinterlassenschaft nicht zu würdigen gewusst. Er wird mir ins Schattenreich folgen. Vater! Was? Nein! Huch! Nun zu dir. Sag, hast du erkannt, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann? Erst sagst du mir das weite Meer, ich will Gold und keine Rätsel. Ich bin es selbst. Natürlich bin ich es selbst. Können wir das vielleicht vorher noch erfragen? Erst sagst du mir, was mit Roscoe passiert ist. Ich habe ihn in eine Welt geschickt, in der Gold keinen Wert besitzt. Dort wird er verstehen lernen, auf welchem Irrweg er sich befand. Doch meine Zeit hier ist begrenzt. Und es zieht mich zurück in meine Sphäre.
Sage mir also, was der größte Schatz ist, den ein Mensch jemals sehen kann. Sein Leben natürlich. Ich bin es selbst. Deine Antwort war weise. Der Spiegel zeigt unser Ebenbild. Und unsere Existenz ist wertvoller als jede Münze, die wir tragen können. Zum Dank will ich dir diesen Diamanten überreichen. Seine Reinheit soll dir ein Zeichen auf deinen Wegen sein. Leb wohl, Mensch. Oh Mann, was für eine Geschichte. Das glaubt mir doch hinterher wieder keiner. Zu Hause in der Kneipe. Und dafür müssen wir den ganzen Scheiß hier auswildern. Na, jetzt lass mich da mal in Ruhe. Mann, ich glaube, es hackt. Du Scheißhöhle, lass das. Bin ich froh, dass wir Bones nicht verletzen können. Der Roscoe wurde von seinem eigenen Vater geholt. Man glaubt es nicht. Einfach, weil er so dumm ist. Dem zertrümmer ich den Schädel. Natürlich tust du das. Da mache ich aber mit. Da trümmern wir aber für zwei. Heieiei. Alter, lass das. Jetzt bin ich wieder am Drücker. Huch, nein. Hallo. So. Gut, hast du sauber gemacht, bauen Sie. Ich hatte zwischendurch ein paar leichte Koordinierungsschwierigkeiten. Und ich glaube, dann kommen wir hier wieder in den Strand, oder ist das jetzt das Ganze, ist das jetzt alles verloren, das Land hier hinten? Ich hätte doch gern wieder Strand gesehen, muss ich zugeben. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind immer noch... Ach, wir sind noch da. Ich wollte da oben eigentlich auch noch hin. Ja, dann... Dann wundert mich ja nichts. Dann können wir ja auch diesen komischen Schattenlord mal ausnehmen. Zumindest hoffe ich, dass wir das können. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, dass uns das direkt auf Anhieb gelingt. Und ich glaube, eine Spinne haben wir noch übersehen. Eine große 200-Ruhm-Spinne. Oh. Mann, ich habe mich so auf 50.000 Gold gefreut. Das Leben selbst, natürlich, klar. Aber 50.000 Gold, damit kann man schon was anfangen, wenn man die Welt retten muss gerade. Dann kann man nämlich auch ganz viele andere Leben retten. Das ist dann sehr hilfreich. Das wusste der Vater wahrscheinlich nicht. Wo geht's denn hier nach oben? War das hier nicht in der Nähe? Hier ist noch eine Truhe. Ja, warum denn nicht? Verschlossen. Zum Glück kriegen wir die gerade so noch auf. Jetzt aber. Höllenhund beschwören und Bier. Geil, das passt super zusammen. Der Höllenhund kommt morgens immer aus dem Arsch, wenn man so viel Bier gesoffen hat. Der Bierschiss fordert seinen Tribut. Na, wer erkennt das Zitat? So, die 10. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Schatz leer. Wieso gibt es denn hier eigentlich keine Muscheln? Hier ist auch so schön. Habe ich hier an der türkischen Riviera gebucht? Sieht anders aus als im Prospekt. Leute, die über eigene Witze lachen, sind doof. Okay, sonst kann ich hier nirgends hin. Da ist noch ein altes Ruderboot. Ich gucke nochmal ganz kurz den Strand ein bisschen ab. Aber ich glaube, von hier kamen wir ja sowieso. So, ich würde sagen, dann schnappen wir uns mal eben erst die Riesenspinne, dann schnappen wir uns das komische Viech. Das Mistviech. Das erinnert mich immer wieder daran, dass wir Patty momentan nicht mitnehmen können, weil Matt so nervt. Und der Roscoe war ja gerade mindestens genauso dämlich, wenn wir das mal festhalten wollen. Ich bin sehr erschöpft, ich kann nicht weitergehen. Oh, 50.000 Gold in der Kiste, das ist sehr schön, aber ich bin sehr erschöpft. Hallo? Manchmal hakt es hier ein bisschen und ich weiß nicht warum.